Es ist bitter, was jetzt in Afghanistan geschieht. Viele, die eine Hoffnung hatten auf ein besseres Leben, ein bisschen mehr Rechtsstaat, ein bisschen mehr Demokratie, auf die Möglichkeit von Bildung für die Kinder, auf eine bessere Situation von Mädchen und Frauen, all die sehen in Afghanistan jetzt ihre Hoffnung zerstieben. Und ich sage ausdrücklich, es ist eine große Trauer, die uns alle erfasst, dass diese Menschen jetzt wieder leben müssen in einer islamistischen Diktatur. Das ist schrecklich. Jetzt geht es darum, dass wir versuchen, denen zu helfen, die unterstützt werden müssen, weil sie Schutz brauchen. Als solche, die gearbeitet haben für Zeitung und Medien, als welche, die sich eingesetzt haben für Hilfsorganisationen, als diejenigen, die unmittelbar bedroht sind, weil sie politisch für die Demokratie standen, insbesondere die Frauen, die sich für Gleichstellung in Afghanistan eingesetzt haben. Wir werden nicht aufhören, ihnen eine sichere Ausreise zu erkämpfen. Darüber wird jetzt verhandelt in Doha. Das ist das, was wir gemeinsam mit unseren Verbündeten jetzt versuchen. Und wir werden nicht nachlassen, eine solche Möglichkeit schaffen zu wollen.